So, meine Lieben, es ist gerade eine kleine Regenpause. Es tröpfelt nur ganz sanft. Wir haben heute Regentag. Heute ist der 4. November. Aber nichtsdestotrotz, ich fahre jetzt ins Dorf. Mal gucken, ob jemand kommt zum Dachtag. Mal sehen, ob noch jemand da ist. Und ja, wenn ihr nichts Besseres vorhabt, einsteigen und los geht's. Vamos. Läuft. Geh nie wieder fort. We love Kampika Fort, Kampika Fort. We love Kampika Fort. We love Kampika Fort, Kampika Fort. We love Kampika Fort. Weißer Strand und blaues Meer, so weit das Auge reicht. Kampika Fort, du hast von Anfang an mein was Wein und Sangria und Maria immer da. Ich bin so unfassbar gerne hier, denn hier gefällt es mir. We love Kampika Fort, Kampika Fort. We love Kampika Fort. We love Kampika Fort, Kampika Fort. We love Kampika Fort. Weißer Strand und blaues Meer, so weit das Auge reicht. Kampika Fort, du hast von Anfang an mein Herz erreicht. Weißer Strand und blaues Meer, so weit das Auge reicht. Kampika Fort, du hast von Anfang an. Ja, meine Lieben, an der richtigen Stelle angekommen. Da ist das Kampika Fortschild links von mir. Ich bin da, sonst ist keiner da. Aber wer noch dazu gekommen ist, ist der Regen. Es regnet und ja, ich möchte ungern die Kamera im Regen aussetzen. Da habt ihr natürlich Verständnis für. Ich hatte auch die Drohne mitgebracht, weil ich wollte mal eben hier am Pylon rauf und runter fliegen. Wir haben auch einen Regenbogen. Aber das hat ja nun alles keinen Sinn, weil das ganze Equipment ist nicht wasserfest und das jetzt zu riskieren und dass es nass wird, das hat ja keinen Sinn. Also mache ich es aus dem Auto für euch. Ich moderiere aus dem Auto. Ich bin ja hier, wie ihr sehen könnt. Könnt ihr sehen? Warte mal, ich nehme das mal kurz hier so. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt dreht. Könnt ihr es jetzt sehen? So, da. Nee, es dreht sich doch jetzt. Da ist die. Diese schöne Kampika Fort Silhouette mit immer mit Leuten, die Fotos machen. Das lässt sich, glaube ich, nicht verhindern, weil das ja auch ein sehr schöner Point ist. Und ja, hier sind wir gerade. Da fährt einer verkehrt rum durch die Einbahnstraße. Auch das ist möglich.
bei uns. Und ja, hier einen ganz kurzen Blick nach draußen. Da ist der Regenbogen. So. Und ja, meine Freunde, was ist zu sagen? Heute ist Donnerstag und Donnerstag, wie ihr wisst, ist Dachtag. Buenas tardes. Das ist das, was man sagt um diese Uhrzeit. Zumindest hier bei uns auf der Insel, egal ob es stürmt, hagelt, regnet oder schneit. Regnet oder schneit. Buenas tardes heißt es um diese Uhrzeit. Das ist Spanisch. Und das heißt nichts weiter als schönen guten Nachmittag. Ja, ihr seht mich etwas bedrübbelt, wie ich gerade schon erklärt habe. Es hat angefangen zu regnen. Das ist natürlich sehr schade, weil ich wollte eigentlich dort vom Campiger Fortschritt moderieren, aber jetzt mache ich es halt von drinnen. Ja, es gibt gar nicht so viel zu erzählen, außer dass niemand gekommen ist. Ich bin alleine. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch jemand auf der Insel ist von unseren Leuten. Das wird sich jetzt nachher sicherlich hier in den Kommentaren, hier unter dem Video, wird sich das alles erklären. Ich möchte euch auch gar nicht viel zutexten. Ich gebe euch mal ganz kurz einen Überblick zum Programm. Wir haben heute ein paar Bilder der Woche. Wolfgang Wolleprehn hat ein sehr schönes Drohnenvideo gemacht. Ich habe das ein bisschen bearbeitet, ein bisschen Musik dazu gepackt. Der ist extra dafür sehr früh aufgestanden. Es geht um einen Sonnenaufgang. Dann bin ich ein bisschen rumgeflogen mit der Drohne, habe das ein oder andere Bild aufgenommen. Ich war bei Guillem, habe den besucht gestern, weil die gestern zusammengepackt haben, beziehungsweise Dienstag. Ja, gestern. Heute ist ja Mittwoch. Wir drehen ja wieder vor. Ich muss ja heute Nacht hochladen. Gestern haben die zusammengepackt. Gestern war Dienstag, weil Montag war Feiertag und Ruhetag. Da haben die nichts gemacht. Guillem hat, wie ihr gesehen habt, ja Sonntag seinen letzten Arbeitstag gehabt. Und am Dienstag war ich da. Und Guillem hat es trotzdem geschafft, wie ihr gesehen habt, noch uns zwei Kaffees zu zaubern aus der noch heißen Kaffeemaschine. Das habe ich mir angeguckt, wie die am Einpacken sind. Ja, dann habe ich euch eben mitgenommen auf der Fahrt hierher. Das gucken wir uns alles gleich an. Und mehr gibt es von meiner Seite auch nicht zu erzählen, außer dass das Dorf jetzt sehr, sehr leer geworden ist. Es ist alles sehr ruhig geworden. Kaum noch Verkehr auf den Straßen. Und ich denke mal, das wird sich jetzt auch so wieder hinziehen bis Ostern. Ostern geht es dann bei uns weiter. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, dann lasst uns mal eben in die Bilder der Woche gucken. Das ein oder andere ist zusammengekommen. Das Püppchen hat uns was gekocht. Ja, lecker, lecker, lecker. Ich war ziemlich vollgefressen mal wieder. War sehr, sehr lecker. Aber guckt es euch halt selber an. Film ab für die Bilder der Woche. Bitteschön.
So, meine Lieben, ein neues Paket ist angekommen. Nach mehrfachem Hickhack mit DHL. DHL sagt, es ist da. Die Frau vom Abgabepoint sagt, es ist nicht da. Da ist der dicke Onkel selber ins Lager gegangen und hat geguckt und hat dann tatsächlich doch das Paket ganz unten gefunden mit der richtigen Aufschrift. Da ist es, das Püppchen ist happy. Ich bin total happy und ich bin gespannt, was drin ist. Es ist von Klaus, von Claudia und Ralf. Von Klaus. Von Claudia und Ralf Bernauer. So sieht's aus, Klaus. Das ist natürlich nicht Klaus, das ist von Claudia und Ralf Bernauer. Ja. Und wir haben schon ganz gespannt gefiebert. Ich habe schon mal aufgemacht, damit das Püppchen nicht mit dem schweren Messer rummachen muss. Aber reingeguckt haben wir noch nicht, ich schwöre. Das machen wir jetzt. So, ein Riesenpaket, ja, das ist ja Wahnsinn. Oh, Post. Oh, pass auf mit den Blümchen hier. Blümchen weg. Oh, mit den Blümchen. So, der Post. Der Post. Kathi und der Sam. Ja. So, der Kathi und der Sam. Oh, guck mal. Vierblättliges Kleeblatt. Du bist auch ein vierblättliges Kleeblatt, ja. Na, nimm mal los. Liebe Kathi, lieber Sam, wir hoffen, euch geht es gut und ihr könnt den Herbst auf der Insel in vollen Zügen genießen. Oh Gott, das werden wir machen. Das werden wir. Wir haben für euch ein Paket mit ein paar Leckereien zusammengestellt und hoffen, euch damit einen kleinen Genuss zu bereiten. Nochmals danke für die Freude, die ihr uns jede Woche mit eurem Video macht. Ganz liebe Grüße aus Oberried, Claudia und Ralf. Ach, das ist ja süß. Ja, das machen wir natürlich gerne mit unseren Videos. Wenn wir damit, das ist unser Hobby, und wenn wir damit anderen Menschen Freude machen, ist das natürlich umso schöner. So, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt mal weg mit dem Seidenpapier da. Oh, da hat wieder einer seinen Müll zusammengepackt für uns. Oh, da klebt was. Warte mal. Liebe Kathi, lieber Sam, wir hoffen, euch geht es gut. Ah, das ist die Kladde. Das ist die Kladde für die Karte. Die Kladde haben wir auch. Ganz ehrlich, ich bin auch so ein Kladdenmensch. Ich schreibe mir vorher alles auf und dann schreibe ich es nochmal richtig. Ja, ja. Also die Kladde haben wir auch gefunden. Gut. Super. Die ganzen alten Zeitungen haben wir auch gefunden. Aber schön, jetzt kommt der Winter. Jetzt haben wir was, ja. Ganz prima den Kamin mit anheizen. Ja, stimmt. Oder vorher lesen. Mal gucken, was so in Deutschland los war. Ja. So, was ist denn das hier für ein? Da ist was drin. Das ist eine Tüte. Na, nimm mal los. Komm hier unten in den Karton nicht. Komm mal. So. Oh, ein Aal. Das ist ja cool. Nee, ne? Oh, wisst ihr, wie die riechen? Oh, wie ein Aal. Oh, die riechen so lecker geräuchert. Ihr seid verrückt. Oh, das riecht ja geil. Ja, ja. Die sind wirklich geräuchert. Die sind wirklich. Oh, nee, ne? Geräuchert. Oh, Speck. Ich werde verrückt. Geräucherter Speck. Oh, lecker. Sieht aus wie vom Schlachter direkt. Ja, ist vom Schlachter. Ja, ist direkt vom Schlachter. Direkt vom Schlachter. Hat alles überlebt. Gott sei Dank. Ja, war jetzt 5 Tage unterwegs. Aber Räucherware, ja, hat eben nichts. Ja, hält 100 Jahre. Muss man das Blümchen mal weggeben. So. Jetzt kommt nochmal Werbung für den Schlachter. Ja, sehr guter Schlachter. Was ist das denn? Oh, lecker. Nochmal. Oh, das riecht aber auch der Hammer. Das riecht ja der Hammer. Was ist denn? Das sieht gut aus. Schwarze Wurst, das ist gut. Das ist sowas hier, Blutwurst. Geräucherte Blutwurst, sowas, ja. Oh, ja. Mensch. Geräuchert. Oh, da ist noch was drin. Warte. Sommerwetter, Bierknacker. Ja, da kann man super einen Topf drauf kochen. Geräucherte Sachen sind immer, weil hier auf der Insel. Und die Aale hast du vergessen, ja. Es sei denn, wir räuchern selber. Ja, manchmal räuchern wir ja selber. Die wird nicht geräuchert. Nee. Und von daher alles, was geräuchert ist. Ja, ja. Und vor allen Dingen aus deutschen Landen frisch auf den Tisch. Ich stelle es mir vorsichtig hier ab. Ich mach mal hier weiter mit dem. Nehm mal den. Och, das ist guck ja. Guck mal. Oh, nee, ne? Das ist aus dem Schwarzwald. Schwarzwald? Ja. Und ich glaube, das ist vom Schlachter, ne? Das ist ja Wahnsinn. Guck mal, wie viele. Das müssen wir einfrieren. Ja, unbedingt. Oh, alter Schwede. Hör mal, da habt ihr euch aber in Unkosten wieder gestürzt. Ja. Was soll denn das? Oh, guck mal, wie gut der aussieht. Ja, sieht gut aus. Ihr seid so süß. Seid guck mal hier. Meins. 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 Okay, meins. Dann ist das. Nee, warte mal. Hier, komm, tausch mal. Nimm mal das. Nimm mal das und gib mir das. So. Nee, das ist ein blöder Tausch. Ach, jetzt hast du beide. Ja, na, ja. Super. Guck mal, ja. Das ist für dich dann. Ja, alte Schokolinsen. Schokolinsen. Nee, warte mal. Nee, dann nehme ich. Ich nehme das. Ich nehme die Hundeleckerlis. Ja, mit Sicherheit.
kleine dicke ja, Nuss. Und das noch mehr, guck mal. Noch mehr. Für die Kleinen? Für die Kleinen? Ach, ihr seid ja verrückt, ehrlich. Boah, Schokolinsen. Als ich Kind war, bin ich mit Schokolinsen aufgewachsen, weil mein Papa hat Schokolinsen geliebt und ich habe Schokolinsen auch mal genascht. Ja. Schokolade. Gott sei Dank sind die Temperaturen nicht so hoch im Moment. Ja. Oh, das ist wie Weihnachten, ne? Warte mal, hier ist noch mehr. Das ist wie Weihnachten. Wie Weihnachten. Das ist gerade Weihnachten. Das ist noch mehr Wurst. Guck mal, Wurst. Wurst. Was ist denn Wurst? Die sind auch so, weiß ich nicht, schwarz. Sieht aus wie ein Tannenzapfen, ja? Das ist bestimmt eine Blutwurst oder sowas. Und guck mal, die Dosen. Leberwurst. Oh. Hausgemachte Bauernwurst. Brühwurst. Was ist da? Brühwurst. Ja, Bauernwurst. Ja. Da steht Brühwurst, Puppe, nicht Bauernwurst. Brühwurst. Da steht Bauernwurst. Okay. Du hast die Brille auf. Ich habe die Brille nicht auf. Da steht Leona. Und was haben wir noch? Oh. Hausmacher Schwarzwurst. Ja, wenn es so Blutwurst ist. So, warte mal. Glas. Oh, weia. Was kommt Glas. Jetzt? Jetzt, Glas kommt, ist jetzt, Glas. Jetzt kriegst du eine neue Glashütte. Glas ist Glas. Mal gucken, was drin ist. Glas. Glas. Schön vorsichtig. Glas. Ein kurzen. Ein Fläschchen kurzen. Einen kurzen. Schwarzwaldhof. Oh, Williams Christ. Das ist ein Birnenschnappes. Ja, ja. Oh, das ist ja Birnenschnäpschen. Oh, lecker. So, warte mal. Hier geht's weiter. Da glaube ich, weiß ich, was da drin ist. Ich glaube, da ist Kirschkuchen-Nachschub drin. Ja. Wie geil. Ja, wie geil. Kirschkuchen ist da drin. Die wir gerade leer gemacht haben. Das ist ja wir schön aufwand in der Mikrowelle. Ja, genau. Und, ja, und da oben ist wieder die Zuckerdings drin. Ja, ja, das Zuckerdings. Ja. Und da ist noch einer drin, bestimmt. Hat dieselbe Form. Ich hoffe. Ja, noch einer drin. Jetzt haben wir zwei. Einer für mich und einer für dich. Donnerwetter. So. Beide für dich, keiner für mich. Ja, natürlich. Ja. Also ich würde mit dir teilen. Ja, ach, tatsächlich, würdest du. Ja. Das ist bestimmt im Gedankengut bei Claudia verankert. Ja sauer, so nicht nur bei dir. Ja. Boah, was für ein Überraschungspaket. Ja, aber meine Lieben. Eins machen wir sofort auf. Ja. Wir haben noch deutsches Brot und Tiefkühler, den tue ich jetzt gerade auf. Ja. Und dann gibt es Schwarzwälder drauf. Genau. Und schön lecker. So machen wir das. Dann sag mal ganz lieben Dank, gib Händchen, mach Knickchen. Ich sag nicht nur ganz lieben Dank, ich sag 1000 Dank. 3000 Dank. Weil ihr macht uns damit so eine Riesenfreude, weil wir kriegen es ja nicht. Von daher. Und schön ist, wenn wir euch eine Freude machen, wenn wir ein neues Video schicken. Mhm. Heute ist übrigens Freitag. Gleich geht der Dachtag von gestern online, der ja in die Hose gegangen ist, weil ja wieder sie da so eine schlechte Verbindung hatten. Gleich gucken wir alle zusammen den Dachtag vom letzten Donnerstag. Und ich werde noch an der Räucherwurst ein bisschen schnuppern. Gut, gut. Das ist wie so, ja. Also von mir auch 1000 Dank, ganz lieben Dank für dieses tolle Care-Paket. Ihr seid so zuckersüß. Ja, das kann man also so sagen. Vielen lieben Dank, Claudia Rahl. Dankeschön. Danke für die Mühe, danke fürs Schicken und ihr habt uns damit echt eine Riesenfreude gemacht. Und winke, winke. Baba! Vielen, vielen Dank. Danke. Wir schreiben den 31.10.2021, zumindest hier bei uns auf Mallorca. Das bedeutet für viele oder für alle Halloween und für viele Saisonende. Ja, liebe Freunde, wir sind auf dem Weg ins Dörfchen. Wir wollen noch ein letztes Mal Guillaume besuchen, der hat nämlich noch auf. Der hat heute auch den letzten Tag. Der hat mir schon verraten, dass er morgen frei machen wird. Morgen ist ein freier Tag und Dienstag wird alles zusammengeräumt. Dienstag wird alles winterfest gemacht und ja, da fahren wir jetzt hin. Ihr seht, hier ist noch ein bisschen was los. Das hier rechts und links sind alles Leihautos. Wir sind vorbeigefahren am Playa Dorada. Jetzt kommen wir am Dunas Playa vorbei, das ich glaube schon zu hat. Okay, die Fenster sind noch nicht geweißt. Nee, da ist noch Betrieb. Guck an, da sind noch Leute. Okay. Ja, aber ansonsten, es geht jetzt wirklich sehr zur Neige hier. Das Dorf wirkt jetzt schon wie ausgestorben. Wir sind verabredet zum Kaffee im Jamaika um 16 Uhr. Und es ist jetzt kurz vor. Es ist jetzt 15.49 Uhr, wir fahren hier vorbei am Camping, wie heißt das Ding?
Playa Campiga, weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendein Grupphotel, hier ist das Gran Playa. Ah, Picafort Beach war das eben so. Hier links ist das Gran Playa, rechts ist das Sultan. Wir kommen jetzt ins Zentrum, sozusagen Can Picafort Downtown. Hier ist unser Zentrum. Die von vielen so geliebte Ameisenstraße oder Ameisenhügel, wie es oft genannt wird. Wir schauen einmal die Straße hoch und ihr seht, nichts mehr los. Ja, ist schon ganz ruhig geworden. Ein paar Einheimische gehen noch spazieren. Natürlich haben wir noch den einen oder anderen Gast im Moment hier im Dorf. Die hauen jetzt aber auch alle ab. Die Hotels machen zu. Ich denke mal so bis spätestens, ja, 5. ist dann hier alles erledigt. Dann sind alle weg. Dann sind wir unter uns. Dann brauchen wir wieder nur 15 Minuten, um nach Puerto Alcudia zu fahren. Was im Sommer in der Regel eine Dreiviertelstunde bis 50 Minuten dauert. So. Da ist das Nordeste Playa. Ihr könnt es sehen. Und gleich biegen wir ab. Fahren verbotenerweise in die Fußgängerzone. Und besuchen Guillem. So. Das wäre dann hier. Hier fahren wir rein. Mein Parkplätzchen ist frei. Da oben steht nur für Autorisierte und Nachbarn. Ich bin Nachbar. Und von daher darf ich hier reinfahren. Außerdem habe ich noch was auszuladen für Guillem. Hier sind wir an der richtigen Stelle. Und was wir natürlich als erstes machen, den Motor aus, klar. Und jetzt gehen wir mal erstmal eben schnell ans Meer, gucken, was da los ist. Mal sehen, wer schon alles da ist. Wir sind verabredet. Vielleicht kommen mehrere Leute zum Kaffee. Schauen wir mal. So, Klappe zu, Affe tot. Da ist das Meer. Und dann wollen wir mal eben gucken. Da steht Talla noch an seiner Stelle, wo er hingehört. Dile adios, adios. Bis nächste Mal. Danke. Freunde. Ja, fertig. Ja, fertig. Fast fertig. Letzter Tag heute. Eine halbe Stunde am Anfang mit dieser zu machen. Ah, okay. Diese Seite eine halbe Stunde. Schon wegpacken, ja. Ja, heute habe ich nur diese Seite. Okay, okay. Nur alte Jamaika offen, die okay. Okay. Und morgen alle Ruhetage, alle Chiki Chiki. Zeig mal die Muskeln, zeig mal die Muskeln. Oh. Oh. Ja, super. Deine Frau wartet in dir vor einer Stunde, aber war sehr beschut. Warum hat die Uhr nicht umgestellt? Ja, das Püppchen in der Küche, super, aber an der Uhr nicht so schnell. Na gut, wo ist sie denn? Schon weg? Maria, ah, da drin. Gehen wir mal rein. Ja, ja. Also, hier ist das Meer. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Bis nächstes Jahr. Danke schön. Ja, genau. Hier ist das Meer. So. Da baden noch Leute. Guck mal. Super. Und wir gehen mal rein. Wir gehen mal gucken, wo die Damen sind. Ah, die Ladies. Ah, die Ladies. Hello. How are you? Na? Alles gut? Schicke Hose. Echt Leder, hä? Na, Püppchen? Haben wir uns in der Zeit verguckt? Wir haben uns in der Zeit verguckt. Was hast du gemacht? Ich sitze hier schon ein Stündchen. Immer nicht so ein Tischchen hier rein. Ich sitze hier schon ein Stündchen. Job rühren geht, aber Uhr rühren hast du vergessen, ne? Umrührende Uhr. Ja, vergessen. Na super. Na gut. Dann wollen wir mal sehen, ob es ein Käffchen gibt. Rita? Wo ist Rita? Ist Rita hier? Ja. Rita? Ach, Rita ist auch hier. Guck mal. Rita? Ja, super. So, da ist ein Plätzchen für mich. Hoffe ich. Ist es meins? Ja. Ah, das ist Rita, ihr Plätzchen. Ja, dann nehme ich Rita auf den Schoß, kein Problem. So, ja, das ist das letzte Mal heute. Guillem verlässt uns. Zumindest in diesem Sektor.
Aber wir machen noch lecker Saisonende essen. Ja. Hola, Schatzi. Hola, Schatzi. Hola, Schatzi. Da bist du ja. Da bist du ja. Da bist du ja, Schatzi. Der hat sich aber gefreut, hä? Oh, der hat sich aber gefreut, hä? Schatzi! Der hat sich, hat mich lange nicht gesehen. Hat mich lange nicht gesehen. Ja. Na prima. Was meinst du? Kriegt man hier einen Kaffee oder? Ja, einen Kaffee. Ja, gut. Apfelkuchen. Nee, Apfelkuchen nicht. Das ist der, nee, der Onkel wird zu dick, hat das Püppchen gesagt. Ja, wir haben so viel Geschenke gekriegt aus Deutschland. Nachher muss warten. Apfelkuchen, ja stimmt, hast eigentlich recht. Eigentlich hat er recht. Vielleicht ein kleines. Na gut, winke, winke. Winke, winke. Winke, winke, Maria. Wir sehen uns am 20. November wieder, hä? Ja, ja, ja. Na, wir gehen ja vorher schon essen, aber ja, am 20. Ja, gibt's was zu feiern, ne? Termin. Ja, Termin. Super. No, machen wir noch. Wir haben eine Reserve am Standesamt. Wir machen auch heiraten, ne, wir beiden? Ja. Ach, scheiße, nee, machen wir nicht. Gut, alles klar, vergessen. Okay, so, mal sehen, was noch kommt. Boy, boy. Boy, ein bisschen. Da, Rita geht kontrollieren. Rita guckt nach, ob alles richtig gemacht wird. Ja, diese Zeit anfangen jetzt. Jetzt anfangen, ja. Ja. Martin, fleißig? Ja. Martin, sehr gut, super. In 2 Stunden fast fertig. Okay. Jede 10 Minuten habe ich ein Video und ein Foto und dann du weißt, die da geht der Sommer, genau. Habe ich die alle voll? Ja. Ja, und das ist auch schön, ja? Zum Zumachen nachher. Ja. Schöne Holzplatten, ja? Super. Ah, Silvester Taler, ich brauche diese Brille. Ah, okay. Dies ist andere. Diese Brille ist andere. Dies ist nicht von Taler. Nee, ich weiß, dies ist nicht. Aber ich sag Taler Bescheid, wenn ich ihn nochmal sehe. Aber ich glaube, Taler ist schon weg. Ja, ich glaube, ja. Herrlich, herrlich. Das Meer ganz ruhig. Wir haben wieder ablandigen Wind. Und wenn ablandiger Wind ist, dann steigen die Wellen nicht so stark. Thank you.
Igem, alles fertig? Hola, fast. Fast fertig? Fast, ein paar Stunden mehr draußen, ist fast fertig. Ich habe Musiker und Elektriker hier für mich. Bei uns, ich weiß schon jeden Jahr, was muss machen. Die Junge mit die Sonne schien. Hola. Und jetzt machen einen Kaffee, letzten Kaffee. Weil wir haben und lecker, lecker. Ja, wir haben lecker, lecker. Du und, Sam, und Saison fertig. Und wieder ein bisschen Kraft. Ja. Und hier draußen ungefähr eine Stunde noch her, eine Stunde noch drinnen für die letzten Kameras und so. Ja. Sauber und ohne Strom und so ist. Wird Zeit für unser Abschlussessen, ne? Ja. Saisonabschlussessen. Ja, morgen ich esse dann vielleicht ein bisschen zusammen. Ja. Gehen wir Sushi, Mann? Gehen wir Sushi, Mann? Vamos al Sushi? Ja, ich gehe auf Sushi, wann du sagst. Ja, super. Saisonende, Freunde. Heute ist der 2. November. Ihr seht ja, wie die Jungs rumlaufen. Es ist wirklich nicht kalt. Wir haben wieder 22, 23 Grad. Es gibt sogar noch jemanden am Strand. Ja, so sieht es hier aus. Noch ein paar Touristen. Ja, ein paar Touristen gibt es noch. Wir heben gleich mal kurz die Drohne hoch. Mal sehen, ob das klappt. Ist ja nicht so windig. Mal sehen, ob wir ein paar schöne Bilder von Camp Bigafort von oben bekommen. Ja. Also, heute 2. November 2021. So sieht's aus. Gut. Guillaume, winke, winke. Bis später. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank. Ja. Ich immer sagen, vielen Dank fürs Helfen. Besuch mich. Und ich hoffe, alles gut zu finden, auch in Jamaika Bar. Hast du viele Freunde? Und die Leute noch nicht kennen Jamaika Bar. Jamaika Bar, ich habe Einladung für nächste Jahr probieren. Ja, genau. Genau. Ich immer aber genau, ja. Immer gut gemacht. So sieht's aus. Meine gut. Und mein Team auch natürlich. Saisonende. Saison ist Ende. Ja.
Ich hab die Haare schön. Ich hab die Haare schön. Wie du hast, ja, du hast die Haare sehr. Hat er nicht die Haare schön? Der hat wirklich die Haare, also wirklich schön. Und das du hast die Mikrowelle schön. Ja, die ist, aber ja, die ist so richtig wie. Wie ein Spiegel, ja? Ja. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ja, klar. Was denn sonst? Wo sind wir denn, Gnefrau? Ihr seid natürlich beim Püppchens Kochstudio. Nicht im Märchenwald, sondern beim Märchen, Püppchens, genau. Kochstudio. So sieht's aus. So. Heute bleibt die Küche kalt. Ja. Wir fahren in den Wienerwald. Ja, unbedingt. Länger war muss. Heute gibt es nämlich einen ganz leckeren Salat. Ein Meeresfrüchtesalat. Und ich habe schon alles vorbereitet. Der geht rucki zucki. Von daher, ich würde sagen, nimm mal die kleine Kamera. Ja, wir brauchen einen Topf. Eine schöne Schale. Wir brauchen unbedingt eine schöne Schale. Eine schöne Schale. Wir sagen jetzt alle zusammen, schöne Schale. So, wir brauchen eine schöne Schale. Ich nehme mal die kleine Kamera. Ich bereite das mal hier kurz vor, damit wir mal sehen, was das Püppchen heute zusammenschraubt. Dein Handy geht nicht mehr. Was? So, jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. Gott. So. Perfekt. Dann muss ich hier auf Video. Und dann musst du freundlich grinsen. Mach ich aber. Und kommt mal mit. Zack. Und jetzt bist du online. Ah, bin ich jetzt online? Jetzt bist du online. Perfekt. Dann kommt mal mit. Ja. Wir sind bei dir. Wir haben hier einen Fisch. Okay. Der ist ein sehr fester Fisch. Das ist eine Rappe. Ein Seeteufel. Okay. Ein Seeteufel. Der hat keine Gräten. Und ist vom Fleisch her wie ein bisschen Hühnchen. Okay. Dann habe ich hier. Also sehr feste Konsistenz. Okay. Hier habe ich ein paar Muscheln. Hier habe ich Mupfeln. Da haben wir Surimi. Okay. Hier haben wir hart gekochte Kartoffeln. Ja, genau. Hart gekochte Eier. Hühnerkartoffeln. Kleine Zwiebeln. Okay. Ein bisschen. Ja, was ist das in Deutsch? Mach's mal auf. Babyaal. Wir sagen mal Babyaal dazu. Wir sagen so. Babyaal dazu. Mach's mal auf, dann seht ihr. Anguila heißt das auf Spanisch. Steht auch oben drüber, ne? Anguila. Ja. So, das haben wir. Anguila, genau. Dann haben wir. Oh, das sind Langustenschwänze. Ja. Ja. Und Äpfel. Äpfel. Und so. Das darfst du nicht tun, Fisch? Wissen wir noch nicht, ob wir den ranmachen. Ah, okay. Der liegt jetzt erstmal nur als Notfall dabei. Wir gucken uns das mal an. Als Reserve. Als Reserve. Na so, gut. Dann gehen wir mal auf die große und fangen an. Jetzt muss alles zusammengeschraubt werden. Genau. Da gucken wir dann mal gleich wieder rein. So, Püppchen, was kann ich denn machen? Mach mal auf Stopp. Ich mache so, läuft's. So ist Stopp. So. Du kannst mir bitte die Eier in die Schale reinmachen. Das kann ich. Und ich werde in der Zeit unser Surimi ein bisschen klein schneiden. Ich kann dir auch kurz was auf der Harfe blasen. Das hört sich doch gut an. Kann ich. Wo ist denn mein Messer? Da ist mein Messer. Ich höre ständig irgendwas. So, ich mache mal. Hört sich ein bisschen japanisch an, ne? Das ist japanisch. Wir machen heute einen japanischen Meeresfrüchtesalat. Nein, ist natürlich ein spanischer Meeresfrüchtesalat. Ich schneide jetzt unser. Ach, übrigens, wer das Surimi nicht kennt, das gibt es in Deutschland auch. Das ist so eine Art Hummerersatz. Ja. Beziehungsweise ein Hummer. Einmal kreuz, einmal quer? Einmal kreuz, einmal quer, ja. Das hättest du auch eher sagen können. Oh. Einmal kreuz, einmal quer. Ich habe nur einmal quer und nicht kreuz. Ich habe unser Surimi jetzt klein geschnitten. Jetzt habe ich kreuz und quer. Das gibt es definitiv in Deutschland, bin ich mir hundertprozentig sicher. Oh. Probieren. Lecker. So, so sieht unser Surimi aus und geht mit in die Schale. So. Jetzt haben wir drin in der Schale Ei, ein bisschen Surimi. Ich schneide jetzt von dem Apfel ein bisschen die Schale ab. Weil mit der Schale ist sonst zu hart. Einmal quer. Hat sie gesagt. Ja. Einmal kreuz und einmal quer. Hat sie gesagt. Mach mal nur noch ein Ei. Wir müssen mal gucken, nicht, dass die Schale zu voll wird. Okay. Du weißt, dass ich heute mit esse? Ja. Okay. Einmal kreuz, hat sie gesagt. Also bis jetzt ist in der Schale drin. Und einmal quer. Und dazu Rimi. Wir können auch schon die Muscheln. Bei den Muscheln könnt ihr nehmen, welche ihr wollt. Ich habe jetzt vorgekochte, tiefgefrorene genommen. Ihr könnt natürlich auch gern, was ihr da habt. Also das ist so ein, wo ist es denn? Wenn ihr jetzt zum Beispiel Muscheln habt in einer Dose, könnt ihr auch Dosenmuscheln nehmen. Dieser Salat ist übrigens je nach Gusto. Was ihr gern mögt, macht ihr rein. Magt ihr gern Gambas, macht ihr Gambas rein. Macht ihr gern Tintenfisch, kommt Tintenfisch rein. Natürlich alles im garen Zustand, das ist ganz klar. Aber wir haben jetzt uns dafür entschieden, von daher nehmen wir die Zutaten. Was ihr zu Hause habt oder was ihr gerade kriegt an Meeresfrüchten, kommt da rein.
So. Der Fisch bleibt so in der Größe oder muss ich den noch ein bisschen... Nee, der Fisch, den habe ich gegart im Dampfgarer. Okay. Den könnt ihr auch über dem heißen Wasserbad garen. Nicht braten, weil beim Braten wird der sonst zu extrem. Der zu, ist aromatisch, zu aromatisch auch. Ja, genau. Sonst hast du nachher Brataroma im Salat. Genau. Das bleibt also in der Größe jetzt, oder genau. was? Genau. Okay. Den haben wir jetzt in der Größe, habe ich gerade gesehen. Ja. Der kann auch mit dazu. Ah, der kann schon dazu? Der kann auch mit dazu. Mach ich da mal rein, ja? Ja. Unser vorgegarter Fisch, unser Rappe, unser ach, Rappe in Deutsch. Seeteufel. 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 Aber ihr könnt natürlich jederzeit einen anderen Fisch nehmen. Wichtig ist bloß, dass er keine Gräten hat und dass er ein fester Fisch ist. What's about the Mupfeln? Die Muscheln können auch mit rein. Die können auch mit rein. Die Mupfeln können auch mit rein. Mit dem Saft? Nee, den gieß mal ab. Okay. Den gieß mal bitte ab. Okay. So. Bei den Äpfeln könnt ihr natürlich auch nehmen, welchen Apfel ihr mögt. Der eine mag gern süßen Apfel, der andere mag ganz gern einen, ja, sauren. Sauren Apfel. Ja, was immer ihr nehmt. So, wir haben jetzt einen süßen genommen, weil ich mag ganz gern süße Äpfel. Ne, nicht nur du. Du auch. So. Du magst ja gern was Süßes, sonst hättest du mich ja nicht, ne? Ja, na klar. Na klar. So. Jetzt kommt dazu unsere Zwiebel, ganz schön klein geschnitten, ganz wichtig, dass sie schön klein geschnitten ist. Oh ja, die ist wirklich schön klein geschnitten, ja. So, okay. Haben wir. So. Zwiebeln sind dran. Jetzt kommt unser Aal. Ich schneide den mal, weil die sind ein bisschen sperrig im Mund, weil die sind in der Länge. Das ist also, schaut ja auch, mal. Wir können das ja auch mal sagen, das ist ja Fake-Aal. Das ist Fake-Aal. Ja. Die sind so das lang hat die, ungefähr. Hat die Form und wir vergreifen uns nicht am Baby-Aal. So. Mhm. Das ist Fake-Aal, das wird zwar aus Fisch hergestellt, aber sieht halt nur so aus wie Baby-Aale, wie Glas-Aal. Ne? Hat aber Geschmack. Hat das Aroma, ja. Aroma. Das Aroma. So, das kommt jetzt auch mit hier rein. Okay. Also wie gesagt, ihr könnt an Fischsorten, an Meeresfrüchten nehmen, was immer ihr wollt. So, jetzt musst du mir mal die, die gibt es hier auch. Übrigens im Lidl bei euch in Deutschland, weil die haben wir nämlich im Lidl. Ah, okay. Ah, die sind vom Lidl? Ja, die sind vom Lidl. Okay. Also die gibt es auch definitiv in Deutschland. Schwalbenschwänze. Nee, wie heißt das? Gambasschwänze? Gambasschwänze. Langustenschwänze heißt das. Und mix es schon mal so ein bisschen. Oh, das geht aber scheiße auf hier. So, ich hab's aber. So, scheiße, was ist mit dem Sud? Nee, sag mal nicht. Tut mir leid. Das ist jetzt ziemlich Sud weg? Nee. Nee. Weil vielleicht müssen wir da den, vielleicht brauchen wir den, weil da steckt richtig Kraft und Geschmack dran. Ja. So. Müssen wir mal einen probieren, oder? Ich glaube, ja. Die sind ganz schön groß, ne? Guck mal, so sehen die aus. Okay. Die sind, glaube ich, auch nicht echt. Die sind auch nicht echt. Du probierst aber wieder viel heute, ne? Ah, ich glaube auch. Aber lecker. Mhm. Oh ja. So, schneiden wir auch ein kleines mundgerechtes Stückchen. Sehr lecker. Warte, Vorsicht. Saß Po weg. Sowas in der Art. Die sind lecker. Die sind wirklich lecker. Weil ich wollte Gambas holen, aber dann war ich zu voll, die zu poolen. Dann habe ich gesagt, okay, gibt es halt keine Gambas. Also, wer sich Mühe machen möchte, kann natürlich Gambas holen, Gambas poolen, Gambas ranmachen, wie ihr wollt. So. I am the Mixer. Du bist fantastisch. Danke. Du bist ein fantastischer Mixer. Ja. Die kommen jetzt auch mit rein. Okay. Und jetzt wird gewürzt. Okay. So, einen Apfel haben wir mit dran. Das riecht schon mal sehr lecker. Obwohl das ja noch gar nicht gewürzt ist. Nee, noch mit gar nichts. Okay, so. Das ist, ich sehe Olivenöl. Olivenöl. Wir machen erstmal eine gute Prise Salz. Okay. Weil Salz ist mal ganz wichtig. So, eine gute Prise Salz. Ja, weil die Meeresfrüchte kommen ja aus dem Meer und das Meer ist bekanntlich... Salzig. Ja. So, jetzt habe ich Olivenöl. Machst du ein bisschen ran. Okay, was heißt bei dir ein bisschen? Weniger, du sagst einfach du, Stopp, weniger, oder? Weniger, als du nehmen würdest. Okay. Das ist ein größeres Olivenöl, ist aber gut. Ja. Ja, sieht gut aus. Mach dann ein bisschen. Ja, das reicht. So ist fein? Ja. Gut. Jetzt haben wir eine Zitrone. Die sieht ein bisschen schrumpelig aus, macht aber nichts. Die ist aus unserem Garten. Wir haben nichts großartig mit Design Genau. Garten. Ja. Von daher, das ist eine richtige, normale Zitrone. Schaut euch die Keine an. Designerfrucht. Und die hat auch eine ganz dünne Schale. Und lecker, riech mal. Oh ja, die riecht wie Zitrone. Kerne hat sie nicht. Boah, ist die heftig. Ja. Die ist heftig. Ich stelle das mal hier rüber ganz kurz. Ja, wegen des Spritz jetzt. Wegen des Spritzen. Gibt es übrigens einen Trick, darf ich dir mal zeigen? Ja, gern. Ja, einpieksen, ne? Genau, wenn man nämlich jetzt auch an seinem Essen ist im Restaurant und man kriegt eine Zitrone zu seinem Fischchen, dann piekst man da vorher rein, lässt die Gabel drin und drückt dann
Und dann soll es angeblich nicht spritzen. Wie viel kommt denn da rein von der Zitrone? Jo, mach mal. Bei Gegenzuckern können wir mal noch. Wir müssen das gleich mal probieren. Unser Arbeitsbrettchen sieht hier aus. Ein bisschen Platz machen. Voll das Schlachtfeld hier. Oh, wie die riecht, ne? Riecht gut. Das ist ja Wahnsinn, ja. So, die ist leer. Genau. Perfekt. Okay, number one. Soll ich anrühren? Mach mal, ja, rühr du mal um. Ich rühre mal um. Oh, jetzt riecht's klasse. Jetzt riecht's klasse. Möchtest du ein bisschen Petersilie mit dran haben? Also das Originalrezept weiß ich nicht, was gehört denn? Also das Originalrezept ist ohne Petersilie. Du liebst ja Petersilie, ne? Du liebst ja Petersilie über alles. Wir probieren es erstmal ohne. Wobei, denk dran, was der Onkel Doktor dir gesagt hat. Du hast zu viel Eisen im Blut. Ja, Eisen. Dann lässt du mal die Petersilie besser weg und den Spinat, was alles gerne isst. Jetzt probieren wir es mal. Okay. Ich nehme mal eine Probiergabel. Warte. Salz, Zucker, ich bisschen Zitronensaft. Zucker. Probier mal. Noch ein bisschen Zitronensaft, tatsächlich. Ein bisschen mehr Öl. Zitronensaft und Öl, glaube ich. Mhm, Salz ist schon mal gut. Mhm, so lecker. Mhm. Ja. Würde ich ein bisschen Säure noch zugeben. Mhm. Mhm, ohne Frage. Mhm. Nehmen wir die andere Hälfte noch. Ja. Mhm. Mhm. Also das klebt an der Gabel, das musst du weg. Mhm. Also bis jetzt ist dran. Meeresfrüchte, ganz wichtig der Apfel, der ist super wichtig wegen dem Knackigen, Zwiebeln sind dran. Eine ganze Zitrone jetzt, was? Eine ganze Zitrone ist dran, kommt natürlich auf die Zitronen drauf an, die ihr zu Hause habt. Je nachdem, weil wir haben so eine Limetten-Zitronen-Mischung. Ja, die sind nicht ganz so sauer, genau. Von daher müsst ihr ein bisschen abschmecken. Ja. Wem es zu sauer ist, kann auch natürlich einen Ticken Zucker ranmachen. So, aber ihr könnt daran machen, was ihr wollt. Mm. I'm mixing. Ja, lecker. Und ich würde sagen, dann nehmen wir die kleine Kamera. Und vor allen Dingen... Ich will mal den Fisch, ich bin ja auf den Seeteufel. Der Seeteufel der Apfel ist süß. Mhm. Und das Krebsfleisch hat auch eine gewisse Süße. Also ich glaube mal, dass wir damit Zucker gar nicht groß mehr rummuscheln müssen. Mhm. So, Fräulein. Schön. You have the first try, the second. Fisch probieren. Mhm. Der Fisch ist lecker. Mhm. Mhm. Der ist von der Konsistenz. Ich fisch nicht, ich nehme von allem etwas. Mm. Oh, jetzt ist top. Mm. Mm-hmm. Jetzt ist top. Da würde ich sagen, der Thunfisch fehlt nicht. Wir haben ja von vornherein gesagt, wir warten mit dem Thunfisch. Thunfisch könnte weg. Oh, lecker. Mm. Ich richte mal an auf ein kleines Schildchen. Aufpassen, weil, wie wir schon eben festgestellt haben, unsere Zitronen sind mit Limetten gemischt. Darum sind die nicht so sauer. Also ich würde erstmal versuchen, wenn ihr in Deutschland eine Zitrone kauft, erstmal eine Hälfte und dann abschmecken und dann, so wie wir gerade, die andere Hälfte. Ich denke mal, eure Zitronen sind sauer. Denke ich mal. Ich weiß es nicht, aber vorstellen kann ich mir das, weil unsere, wie gesagt, sind nicht sehr sauer. Ja. Nimm mal die kleine Kamera und machen so ein ganz Warte mal, ich muss erst Hände waschen. Hände waschen. Das Ei hauen wir nachher auch noch ran. Das ist wirklich lecker. Ja, so ein Ei dazu, das kann überhaupt nicht schaden, glaube ich. So, ich komme. I come. Gehilfen kommen. Und das ist eine schöne kleine Tapas. Oder der Kram. Guck mal. Das ist wirklich super simpel, aber super lecker, ne? Das geht nicht. Menü. Ich will helfen. Ah, ich habe jetzt auch dreckige Finger. Ja, das kommt, weil ich dreckige Finger habe. Darum ging das. So, jetzt läuft. Achtung. Genefrau, Aufnahme. Und Essen Action. Ist fertig. Essen ist fertig. Guck mal. Oh, das sieht toll aus. Ihr seht die schön. Gambas, ja. Dem Äpfelchen. Ich könnte ja einen größeren Dings nehmen. Einen größeren was? Löffel. Warum? Kannst Guck du auch mal, hier so ist der Fisch. Ja. Fisch ist mit da drin. Ja. Ah, sieht gut aus. Und ruckizucki, ne? Ja. Wenn das du die Zutaten alle vorbereitet hast, eben Eierfärgel gekocht hast und alles, das ist ja wirklich super schnell. Wir könnten es jetzt noch dekorieren mit Petersilie. Das gibt, könnte man, ja. Du mit deiner Petersilie. Gott sei Dank nicht mit Knoblauch. Rucki-zucki zusammengeschraubt, ne? Und super lecker. Sofort so einen mediterranen Touch, wenn ihr das mit reicht irgendwie. Abends bei einer Party so ein Fischdingen dazu, so ein Fischsalat, ist schon cool. Ne? Und wie gesagt, ihr könnt nehmen, was ihr gerade zu Hause habt. Auch wenn ihr mal eine Dosen Muschel habt oder sonst irgendwas mit dran. Ich habe schon gesehen, womit wir es heute essen. Das ist nämlich hinter dir. Ja. Frisches Paket, Baguette. Ich mach nachher Baguette, mach ein bisschen Olivenöl aufs Baguette, ein bisschen Tomate mit drauf und dann wird einfach nur das Baguette Häppchen. Mit Tomate, Häppchen und... Sieht super lecker aus. So wird's gegessen. Püppchen, fantastisch. Ich stell mal ab. Wir können eigentlich schon sagen, ist fertig, ne? Ist fertig. Wir sind fertig. Darf ich nochmal probieren?
Ja, ich will mal die Muschel dann mal haben. So, probier du mal mit dem Löffel. Und dann müssen wir uns verabschieden, ja, weil ich habe richtig Hunger. Ich auch. Das ist echt gut. Ich habe auch gut ab. Mhm. Und so was Frisches ist so frisch. Mhm. Genau getroffen jetzt. Mit der Zitrone ist perfekt. Und der Olivenöl. Mhm. Ganz frisch. Lecker. Mhm. Und der, ein ganz frisches, der Apfel ist frisches auch lecker. Ja. Aber ich mag gleich, wenn wir fertig sind, noch einen Apfel mit zusätzlich. Ah, okay. Rein. Ja, und das Ei hätte ich auch noch gerne. Okay. Also, dann, wir müssen ja nichts wegschmeißen nachher. Nee. Ne? So. So, ihr Lieben. Ihr denkt dran, wenn das nichts wird, wie sagt der Papi immer? Mach ein jüdisches Stück Butter ran und gib's dem Hund. Genau. Brauchen wir aber nicht, weil uns passiert das nicht. Das gelingt immer. Wir immer, was wir machen, ist lecker. Mhm. Das erhauen wir jetzt. Wir hauen uns das jetzt rein. Ich warte die ganze Zeit, dass wir die Kamera ausmachen. Ich freue mich auf das frische Baguette. Mhm. Ja. Ja. Du passt aufs Essen auf. Ich mach kurz aus. Alles klar. Gut, ihr Lieben, viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn ihr es nachgekocht habt, was macht ihr natürlich? Ihr setzt Bilder rein und schickt uns die Bilder. Das wäre lieb, ja. Das finden wir toll. Mhm. Genau. So machen wir das. Lasst es euch schmecken und bis nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. So, jetzt. Jetzt aber. Mhm. Mhm. Geh mal die Kamera raus. Was? Geh mal die Kamera raus. Geh mal. Ja, ich geh. Mhm. Mhm. Ja, Moment. Ich gehe. Der Apfel ist doch nicht so, nicht so viel probieren, ja? Jo, jetzt ist aber Schluss. Tschüss, Winke, Winke. So, meine Lieben, das waren die Bilder der Woche. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß dabei hattet. Das war auch gleich schon der Dachtag. Es ist alles gesagt, was gesagt werden musste. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Denn heute in 8 Tagen geht's weiter, dann kommt, hoffe ich, der nächste Dachtag und dann kommt wieder mehr Frisches von Campica fort und umzu. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund, nicht ganz so sonnige Grüße aus eurem Campica fort und ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann, macht's gut, tschüss!